Das ist mal ein Beispiel. Hier ist eine Vorschleife vor die Initialisierung, die Schleifenbedingung und der Inkrementteil. Das ist die Iterationsanweisung. Was passiert? Es wird eine Variable eingeführt und in Null initialisiert. Anschließend wird überprüft, ist i kleiner 10, 0 ist kleiner 10, also wird der Wert von i auf dem Bildschirm ausgegeben. Dann wird der Inkrement-Ausdruck hier ausgewertet, das heißt i um 1 erhöht, das heißt i enthält jetzt den Wert 1. Dann wird hier überprüft die Schleifenbedingung, i kleiner 10, 1 ist kleiner 10, also wird der Inhalt von i, in dem Fall 1, ausgegeben. I erhöht, i speichert jetzt 2, 2 ist kleiner 10, 2 ausgegeben. I plus plus, 3, i speichert jetzt 3, 3 kleiner 10 und so weiter. Das heißt, hier wird durchlaufen der Wertebereich von 0 bis 10, beziehungsweise in dem Sinne 9, weil falls i den Wert 10 speichert, die Schleife beendet ist. Das heißt, letztendlich wird in dieser Schleife ausgegeben 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nach der Ausgabe von 9 wird i erhöht auf 10. 10 ist aber nicht mehr kleiner 10, also ist die Voranweisung beendet. Hier ein weiteres Beispiel. Es wird eine Variable Summe eingeführt. Und mit 0 initialisiert, eine Variable bis eingeführt und mit einem vom Benutzer eingegebenen Wert initialisiert. Und dann wird hier eine Vorschleife genutzt. Wie auch bei der While-Schleife sollten Sie sich angewöhnen, als Iterationsanweisung eine Blockanweisung zu nutzen. Auch wenn entsprechend diese Blockanweisung dann nur eine Anweisung wiederum enthält. Das ist also eher ungünstig. Auch hier bitte die geschweiften Klammern benutzen. Aber es ist syntaktisch richtig. Was wird jetzt hier in dieser Schleife gemacht? Es wird der Wertebereich durchlaufen von 1 bis zu dem Wert, den der Benutzer eingegeben hat. Und entsprechend wird so oft die Summe erhöht um den jeweils aktuellen Wert von i. Wenn beispielsweise der Nutzer eine 3 eingegeben hat, wird durchlaufen i gleich 1 bis i kleiner gleich 3 und entsprechend wird i immer um den Wert 1 erhöht. Das heißt, es wird berechnet Summe plus gleich 1 plus gleich 2 und plus gleich 3. Wenn der Benutzer eine 5 eingegeben hat, wird durchlaufen der Wertebereich von 1 bis 5. Die Summe wird erhöht entsprechend um die Werte 1, 2, 3, 4, 5. Es wird also berechnet 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Anschließend ist die Schleife immer beendet, wenn dieser Wertebereich durchlaufen wurde. Und es wird ausgegeben, die Summe von 0 bis ungefähr ist gleich und dann wird entsprechend der Wert, der jetzt in der variablen Summe steht, ausgegeben.